Schwerpunkt Depression, sondern eben das wirklich positiv nochmal darzustellen und diese Essenzen daraus zur Verfügung zu stellen, um diese Impulse weiterzugeben. Das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen wissen, sie haben es in der Hand, sie sind nicht ausgeliefert, egal wie schlecht es ihnen geht, wie krank sie sind. Und das habe ich zur Genüge durchlebt und auch vorgelebt. Und deswegen schreibe ich mir das auf die Fahne und es ist mir zur Leidenschaft geworden. Und es kommt auch an. Das macht Spaß und das erfüllt mich. Und wenn ich damit Menschen Impulse geben kann, zu sehen, was sie an Möglichkeiten haben, dann finde ich das klasse. Welche Bücher kannst du so empfehlen? Natürlich, dein Buch ist eh verlinkt, das wirst du wahrscheinlich empfehlen, aber außerdem, also was, weil auch die Frage jetzt im Chat gekommen ist. Ja klar, also was ich toll finde, ist von Greg Braden im Einklang mit der göttlichen Matrix, da sind ein paar schöne Aspekte zusammengefasst, finde ich ganz toll. Aus der Richtung, ansonsten The Missing Link vielleicht noch so ein bisschen, wer eine schöne Meditations-CD auch haben möchte, es geht so in Richtung leichte Trance, wo wir auch so ein bisschen uns umprogrammieren auf die Möglichkeiten, die wir haben. Also Greg Braden finde ich einfach toll. Das ist was, was ich gerne weiterempfehlen möchte. Letzte Frage, weil sie auch jemand im Chat gestellt hat. Hältst du dich für medial begabt? Ist also diese Arbeit, die du machst, eigentlich die Arbeit eines Mediums? Oder gibt es da Überschneidungen? Überschneidungen gibt es mit Sicherheit bei jedem Menschen. Also wir sind alle medial. Das ist das, was ich vorhin auch sagte. Es geht nur darum, ob wir das zulassen und uns darauf einlassen, weil es ja erstmal Angst macht. Ne? Oder ich sehe da was ist denn das? Dabei ist es ja nichts Schlimmes. Und wenn man uns darauf einlassen kann, kann das jeder. Wenn das ein Medium ist, bin ich eins. Also ich habe jetzt keine Jenseitskontakte oder irgendwas in der Richtung, wenn das gemeint ist. Aber nein, nicht unbedingt. Nein. Menschen, also aber hellsichtig, hellfühlig, also in diese Richtung geht die Arbeit natürlich auch, die du machst. Das würde man als hellsichtig bezeichnen, dass ich eben Dinge wahrnehme, die sich mir bildhaft zeigen, genau. Okay. Danke, Marion, es war ein sehr interessantes Gespräch und ja, ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen zukünftigen Weg und möge er so lichtvoll weitergehen, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, also da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass ich eben auch diese Tiefpunkte erleben haben müssen, dürfen. Ich kann schon fast nicht mehr als schlecht ansehen, weil es einfach für mich so viel an Turbo gebracht hat, mich mein Leben habe so verändern können dadurch. Also ich finde es echt ein Geschenk, so verrückt sich das jetzt auch anhört, aber es ist so. Und ja, ich habe das Gespräch jetzt auch sehr genossen, ich habe mir da sehr drauf gefreut und fand es auch toll, dass du dich da mit mir gerne austauschst. Und wenn noch Fragen sind, kann man die gerne an mich stellen. Das ist also kein Thema. Okay, es gibt ja auch wie immer da einen Forums-Thread, der eh mit dem Sendungseintrag verlinkt ist. Vielleicht magst du da auch dann ein bisschen mitdiskutieren, falls Fragen kommen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und vor allem gute Besserung. Oh, das kann ich gut brauchen. Also ich pflege mich einfach ein bisschen, das habe ich mir verdient. Ja, auf jeden Fall. Für mich. Das ist auch ganz wichtig, ja. Okay, danke und schönen Abend dir noch. Danke dir auch, Tarek. Tschüss. Tschüss. Marion Rössler über ihre Arbeit mit der Matrix. Das nächste Mal sind bei mir zu Gast Grazina Foser und Franz Bludorf. Freue mich sehr, es geht um Traumwelten. Ihr letztes Buch Intuitive Logik wird natürlich zur Sprache kommen. Und vor allem auch, was mich am meisten fasziniert hat an diesem Buch, die Möglichkeiten, die wir in dieser Zwischenwelt haben und vor allem auch luzides Träumen, also wenn wir uns im Traum des Traumes bewusst werden. Das finde ich ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, muss ich sagen. Das letzte Buch von Foser Bludorf hat mir das quasi wieder in Erinnerung gerufen. Zu hören am 12.11.2010. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.